Es ist ein Fall, der immer noch sprachlos macht, auch auf den Tag genau 60 Jahre später. Denn am 11. Juni 1964 gab es das Attentat von Köln-Volkhofen. Ein Mann hatte damals mit einem Flammenwerfer und einer Lanze eine Volksschule gestürmt. Die traurige Bilanz: 22 Menschen wurden schwer verletzt, 8 Kinder und 2 Lehrerinnen starben. Die Tat hatte wirklich ganz Deutschland schockiert. Und dieses besondere Treffen hier war entsprechend emotional. Wiedersehen in der Kinderklinik Amsterdamer Straße. Heute vor 60 Jahren wurde heller Rauch hier eingeliefert. 80% ihrer Haut war verbrannt. Überlebenschance so gut wie keine. Peter Ohren war damals einer ihrer Pfleger. 28 Schulkinder hatten bei dem Anschlag auf die Schule in Volkhofen schwere Verbrennungen erlitten. Der 11. Juni 1964, ein warmer Frühsommertag in Köln. Um kurz nach 9 änderte sich alles. Wir waren in der Klasse und wir wollten raus, weil die Lehrerin gesagt hat, wir müssten alle raus, draußen brennt es. Und der Flur brannte und dann sind alle zum Fenster. Und als ich vom Fenster stand, für rauszuklettern, stand der Herr Seifert vor mir und hat den Feuerwerfer dann auf mich gehalten gezielt. Dann bin ich zurück in den Klassenraum, bin gefallen aufs Katheter und habe gedacht, ich träume das nur. Kein Traum, ein Amoklauf. Bewaffnet mit einem Flammenwerfer und einer Lanze stürmt der 42-jährige Anwohner Willi Seifert an diesem Morgen auf das Schulgelände. Offenbar ist es sein Ziel, so viele Menschen wie möglich zu töten oder zu verletzen. Er richtet seinen Flammenwerfer auf Schüler und auf Lehrerinnen. Er greift einen Klassenraum nach dem anderen an. Als sich Lehrerinnen schützend vor ihre Schüler stellen, sticht er mit der Lanze zu. 2 Lehrerinnen sterben an den Stichverletzungen. 28 Schulkinder und 2 Lehrerinnen werden mit Brandverletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Schüler kommen in die Kinderklinik an der Amsterdamer Straße. Genau so. Ja. Sind aber schon hier trifft heller Rauch damals auf den Pfleger Peter Ohren. 60 Jahre ist das her. Heller war 12, Peter Ohren 23. Die Kinder von Volkhofen. Der junge Pfleger kann nicht ahnen, was auf ihn zukommt. Die Schülerin Hella ist nach dem Anschlag dem Tod näher als dem Leben. Sie war die Schwerstverbrannte, wo wir gedacht haben, was wird. Es starben fast jeden Tag, starb einer von den Kindern. Und Hella hat überlebt, sonst säßen wir beide nicht hier. Und ich betrachte das immer, das, was geschehen ist. Wiederhole es zum so und so vierten Mal immer wieder, wenn es so ist wie jetzt, dass da ein Wunder geschehen ist. In der Kinderklinik sind die Schüler abgeschirmt. Hohe Infektionsgefahr. Die Eltern dürfen nur vom Balkon durchs Fenster winken. Peter Ohren macht es sich zur Aufgabe, die jungen Patienten aufzuheitern, ihre Schmerzen zu lindern und sie vor dem Sterben zu bewahren. Aber nicht immer schafft man es. Das Leben ist so. Es geht, man steht davor und dann gibt es Situationen, wo man sagt, ich hätte dich so gerne gehalten, aber du standst so am Abgrund, dass es abknackt und ich konnte nichts mehr für dich tun. So war das bei manchen. Dann gehen die, dann ist es, dann hat man immer noch den Blick auf die, die da wollen, um Gottes Willen, die lassen wir nicht gehen. Hella muss insgesamt 16 Monate in der Klinik bleiben. Die Menschen im Krankenhaus werden für sie zu einer Familie. Vor allem Peter Ohren gibt ihr Mut und Kraft zum Überleben. Der hat so viel für uns getan. Der hat uns vorgelesen, der hat uns vorgesungen. Der Herr Ohren war immer da. 8 der 28 verletzten Kinder sterben. Hella Rauch hat ins Leben zurückgefunden. Sie hat geheiratet, 2 Kinder, 3 Enkel und 2 Urenkel. Es kann jederzeit wieder passieren, sowas. Das kann man nicht abhaken, wie ich sage, so erledigt. Das geht nicht. Das Attentat von Volkhofen bleibt eine Mahnung.